Jo, hallo liebe Freunde. Ich sterbe jetzt. Auf einmal habe ich wieder Munition. Boah, das gibt es nicht, ey. Das ist gerade richtig hart, weil ich zu wenig Munition habe. Jetzt kacke ich da gerade richtig ab. Boah, war das knapp, Leute. Are we dead? No such luck. We gotta go. Meine Fresse, ich brauche dringend Painkillers. Die müssten doch irgendwo in diesem Bürogebäude liegen. Bei diesen ganzen drogenabhängigen reichen Leuten. Max! Ja, ja, lass dir Zeit. Ach, schaut, da liegt schon was. They could invoice me. Und jetzt schauen wir weiter. Modell untersuchen. Too much shinier than a favela, and rent it'd be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Mann, through here. Ja, ey, der ist aber. The server room is just past those cubicles. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotch a Prado, the black badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? So. Wenn sie nicht so ausweichen würden. Oh, weg von da. Manchmal sehe ich auch, oh Gott, schon wieder eine Granate. Mal nur den Arm getroffen. Der letzte in dem Büro, zumindest. Hey, we're good to go. Let's get that server back online. Can we just spend a few more minutes, make sure they're all gone? Come on, don't worry. I got your back. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. Hey, I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here. Hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Meine Fresse. Something told me these guys didn't have security clearance. So haben wir nicht gewettet.
Fuck! Ich bin doch schon sowas von tot. Ich habe keine Muni mehr. Ich brauche Muni. Alter, ich hatte einfach keine Muni mehr. Das fängt auch schon wieder schlecht an. Ich hab schon wieder keine Muni. Woher soll ich mir denn die Munition holen? Oh Gott. Das wird so knapp. Da ist ein Kopf. Klar, ich habe ihn am Kopf getroffen. So. Sammeln wir da mal Munition und schauen mal, ob da irgendwo Pillen rumliegen. Hey, Max, komm zu mir. Oh, da wären welche gewesen, die nehmen wir auch gleich. Sonst noch irgendwo? Hier liegen welche. Perfekt. Hier liegen welche. Wie gesagt, Drogenland. Das gefällt mir gerade richtig gut. Oh. So viele Pillen. Wer war das mit den Fensterscheiben? Du hast dich da drinnen versteckt, oder? Come on, move. You gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. He should be able to lock us down, eh? If this works. Right, well, whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. Security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. It seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. So Leute, hier sehen wir uns aber beim nächsten Part erst wieder, wenn es dann zum Ende der Schlacht in diesem tollen Gebäude geht. Bis zum nächsten Mal, euer Partizan LP. Tschüss Leute.